Hallo ihr Lieben, heute kommt ein weiteres Kunden-Channeling und auch hier habe ich die Genehmigung von dem Kunden erhalten, dass ich dieses Video veröffentlichen darf. Zu seinem eigenen Schutz bleibt er anonym. In diesem Video geht es darum, oder in diesem Channeling besser gesagt, geht es darum, dass der Kunde um meine Hilfe bat. Ich sollte für ihn schauen und abfragen, ob er seinen Sohn aus erster Ehe durch einen Gerichtsbeschluss in seine jetzige Familie zugesprochen bekommt und auch das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn erhält. Dazu werde ich mich wieder mit der geistigen Welt verbinden. Ich bin jetzt verbunden. Ich bin verbunden mit dem Engel, der mir die genaue Antwort gibt und wie ich auch die Situation sehen kann. Ich stelle meine Frage und warte auf die Antwort und die Bilder. Ich sehe den Vater dieses Kindes. Das Kind lebt bei seiner Mutter. Es sind noch andere Geschwister da. Die sind aber von anderen Vätern. Dieses Kind, worum es geht, ist sehr eingeschüchtert und oft traurig. Wenn es bei dem Vater mal sein darf, fühlt es sich beim Vater sehr wohl. Dann möchte er nicht zurück zur Mutter. Die neue Frau von seinem Vater findet er sehr lieb. Ja, er hat diese Frau selbst sehr lieb. Eine Herzlichkeit und Freude ist da. Wenn er wieder bei seiner Mutter ist, sehe ich ihn weinen und er will zu seinem Vater zurück. Er weint auch, weil er mitbekommt, was seine Mutter macht. Er versteht nicht, warum die Mutter immer wieder da so merkwürdig liegt. Dann reagiert sie nicht auf seine Mama-Rufe. Sehr oft ist er bei seiner Oma. Das ist die Mutter von seiner Mama. In der letzten Zeit sehe ich, dass das Kind sich verändert hat. Es neigt zur Bockigkeit. Das liegt daran, dass er sich vernachlässigt fühlt. Ihm fehlt die innige Liebe. Ich sehe auch, als das Kind gezeugt wurde, dass die Mutter mit ihrem Suchtverhalten dieses ungeborene Kind schon im Mutterleib mit verseucht hat. Dieses hat bisher noch niemand bemerkt. Schaut man das Kind aber jetzt genauer an, könnte man es in seinem Gesicht, in seinen Augen, daran könnte man es erkennen.
Ja, auch in seiner Körperstruktur. Man erkennt es, was die Mutter diesem Kind angetan hat. Dieses Kind lebt in völlig chaotischen Familienverhältnissen. Deshalb ist dieses Kind gestört. Ich frage die geistige Welt, ob der Vater das des Kind zugesprochen bekommt. Darauf bekomme ich diese Antwort. Wenn es der Wunsch des Vaters ist, dass er sein Kind zu sich nehmen will, wird er einen großen Kampf austragen müssen. Viele Hindernisse sehe ich. Viele Schwierigkeiten sehe ich mit den Behörden. Die Behörden betrachten es nicht richtig. Leider. Denn die Mutter des Kindes hat einen schlechten Umgang mit Personen, die sich immer wieder in die Suchtprobleme zwingen. Sie kann sich diesem nicht entziehen. Auch wenn sie versucht, in Kliniken sich von der Sucht helfen zu lassen. Sie wird immer wieder rückfällig. Wenn der Vater nicht aufgibt, dann wird er gewinnen und sein Kind wird bei ihm bleiben. Denn eines Tages wird die Mutter seines Kindes in eine schlimme Situation kommen, wo die Behörden aufwachen. Ich sehe es nicht gut an. Dann tritt man an den leiblichen Vater heran. Doch jetzt bekomme ich ein großes Aber. Ich sehe, was ich schon sagte. Das Kind ist leider geschädigt. Nach einiger Zeit wird der Vater mit seinem Kind große Probleme bekommen. Darüber wird er sehr bestürzt sein und er weiß dann nicht, was er machen soll. Somit wird seine ganze Familie darunter leiden. Die Kraft, die er und seine Familie dafür aufbringen muss, lässt alle in ein großes Tief fallen. Dies ist eine Warnung an den Vater. Er soll in Ruhe nachdenken. Ich helfe ihm auch weiter in seinen Nöten. Meine Frage an die geistige Welt: Ist es die Aufgabe des Vaters, diesen schweren Weg zu gehen? Die Antwort: Nein. Diesen Weg braucht er nicht gehen. Er kann versuchen, sein Kind immer wieder zu sehen. Das Kind wird älter. Und das Kind kommt in eine Phase, wo es selbst zu einem Entschluss kommt. Dann sollte der Vater mit seinem Kind sprechen und eine klare Linie treffen. Liebe Freunde, liebe Mütter, liebe Väter, euch möchte ich ansprechen. Denkt über dieses Channeling nach. Vielleicht kennt ihr eine ähnliche Situation in eurem Umfeld. Erkennt, wie wichtig es ist, ein Kind
zu zeugen und wie man diesem kleinen Wesen, wie man mit diesem kleinen Wesen wirklich umgeht. Was es heißt, Verantwortung zu tragen. Mich persönlich hat dieses Channeln auch traurig gemacht, denn ich sehe die Bilder dazu. Und diese Bilder, die waren nicht schön, sondern traurig. Ich wünsche euch allen eine gute, harmonische Zeit. In Liebe, eure Diria.